Ferdinand Hodler und Alberto Giacometti, die beiden großen Schweizer Künstler des 20. Jahrhunderts, werden in Winterthur zum ersten Mal zusammen und im Dialog zueinander ausgestellt. Auf den ersten Blick eine ungewohnte Präsentation, unterscheiden sich doch die Werke der beiden Künstler deutlich. Und doch haben sie viele Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten sind verschiedener Natur. Zum einen haben wir formalistische Sachen, die durchaus vergleichbar sind, auch wenn die Stile doch sehr unterschiedlich sind. Daneben finden sich aber auch thematische Parallelen, weil beide sich mit ähnlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Fragen nach dem Leben, nach dem Tod, nach dem Mensch und seiner Existenz. Der Todestag von Ferdinand Hodler jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Trotzdem wirkt der altehrwürdige, als Nationalmaler bezeichnete Hodler dank der Gegenüberstellung mit dem als modern geltenden Giacometti erstaunlich frisch. Die Ausstellung versucht Hodler für einmal nicht als Nationalmaler, als Schweizer Maler zu zeigen, sondern eben auch im Vergleich mit einem sehr modernen Künstler zu befragen. Das Ziel der Ausstellung ist zu zeigen, dass Hodler eben doch noch eine große Relevanz auch für uns heute im 21. Jahrhundert hat. Die Ausstellung zeigt über 70 Werke der beiden Künstler, darunter auch einige Hauptwerke aus den eigenen Beständen der Winterthurer Museen. Geordnet werden sie nach Themen, die im Schaffen beider eine wichtige Rolle gespielt haben. Zu sehen ist die Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur noch bis zum 19. August.